Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stocks Legion. Gut, die Bloodline oder den Bloodline DLC haben wir durch. Das scheint hier PvE oder PvP zu sein. Von daher können wir jetzt mal mit der Hauptkampagne starten. Bin mal gespannt, wie es läuft. Wie gesagt, wer sich die anderen Folgen angeschaut hat, weiß ja schon, was mich an dem Spiel stört. Es wird wahrscheinlich nicht besser werden. Von daher. Mal gucken, wie das mit den verschiedenen Charakteren aussieht. So. Einstellung werde ich dann soweit mal lassen. Wie auch bei dem anderen. Das ist ein klassisch Widerstand. Ein noch gefährlicheres. Nee, dann mache ich lieber klassisch. Hat schon genug stressige Passagen, das Spiel. Wahrscheinlich hier noch mehr ausgebaut werden. Mal gucken. So, genau, kein Dauer auf der Tod, normal, und wir starten. London, was für eine Stadt. In jedem Winkel steckt Geschichte und ein Tourist, der sie fotografiert. Pubs servieren ein Pint und ein Lächeln. Und die Musik, Theater, die Kunst. Multikulturalität. Und die älteste U-Bahn der Welt, die Tube. Eine erstklassige Stadt. Erste Sahne. Sie aufzubauen dauerte nur 12.000 Jahre und nur eine Nacht, sie einzureißen. Wie ist der Status? Barrierensicherheit ist aus, aber viele deiner fliegenden Freunde sind hier. Verdammte Scheiße. Dorthin, die Zeit drängt. Ja, Ma'am. Bin drin. Weißt du, womit wir es zu tun haben? Wärst du nicht davon gestürmt, vielleicht. Nie daran gedacht, diese Dinge den Behörden zu überlassen? Ernsthaft, Bagley? Die Regierung wird uns eher wegen Hilfeleistung verhaften, als mal was Nützliches zu tun. Wir sind auf uns gestellt. Vorsicht, Dorton. Bagley, ist da Besorgnis in Sabines Stimme? Klasse, den Computer über Gefühle befragen. Das erklärt einiges. Klappier 2 und an die Arbeit. Da ist sie. Na gut, dann schauen wir uns mal um. Ja, vielleicht. Genau, schleichen wir uns da mal an. Das tat dir mehr weh als mir. Mhm. Okay, du bist zumindest auch einigermaßen flexibel, was das angeht. Menü und so schaue ich mir das später mal an. Tu uns einen Gefallen und sei leise, Dorton. Wenn sie mich nicht erschießen, erschieße ich sie nicht, okay? Mhm. Ja, gefühlt sieht das hier unten deutlich besser als der DLC. Also vielleicht habe ich das mit dem mit dem grafischen Downgrade ihm doch etwas Unrecht getan. Ich meine, war ja beim Hauptspiel ja schon so, beim ersten Teil. War ich schon eine Karte? Ne, wir haben keine Minimap.
So, da haben wir jemanden. Dann könnten die dann mit der Falle ausschalten. Das Trommel wieder hinten. Ja. Testen wir doch mal die Falle. Gute Nacht. Ja, hier wird man dann aber auch schon. Ganz nett. Ihre Profile sind stark verschlüsselt. Nichts, woran man sie identifizieren könnte. Okay. Ah, Geister im System. Genau. Aber ja, wie wird man da auch nett aufs Spiel mal vorbereitet? Ich glaube, dann lohnt es sich auch nicht, bei dir nochmal zu scannen. So, sehr schön. Die haben hier jede Menge Deadsec-Zeug. Was glaubst du wohl, warum? Was? Wie haben sie das denn in die Finger bekommen? Keine Ahnung. Aber jemand möchte, dass es so aussieht, als sei Deadsec hier gewesen. Shit. Du musst verflucht vorsichtig sein, Dalton. Mhm. Ja, gehen wir langsam mal. Wer sind diese Typen in Schwarz überhaupt? Nicht zu identifizieren. Ich nehme an, das ist Absicht. Ja. Gehen wir halt mal vorsichtig vor. Elektrik unter Strom. Wiederholen. Feuerwerk bereit. Leck mich doch. Hier sind überall Sprengladungen. Himmel, dieser Kanister. Buckley, ist das... RDX-Stickstoff. Genug, um das Parlament dem Erdboden gleich zu machen. Findest du den Zünder, Buckley? Eventuell. Da ist ein Gerät, das verdammt viele verschlüsselte Daten aus dem Stockwerk über dir streamt. Das passt. Bin unterwegs. Okay, jetzt können wir uns auch mal an die Dings machen. Die Kameras. Ich glaube, ich schalte hier erstmal die Leute aus. Bagley, ist das nicht der Zünder? Nein, das ist ein Sender, der ein Signal an ein Gerät in der Ebene über uns sendet. Höchstwahrscheinlich ist das der Zünder, den wir suchen. Ja. Gerade so noch erledigt. Genau, bleib du mal da. So lobe ich mir das. Rund um die Bomben haben sie Deadsec-Propaganda hinterlassen. Diese Wichser wollen das Parlament sprengen und es uns anhängen. Daraus wird nichts, wenn du zuerst beim Zünder bist. Okay, dann schauen wir mal. Meine lieben Kameras. Was können wir denn so reißen? Tatsächlich erstmal nichts. Okay. Also mit Kameras nach oben begeben ist erstmal nicht der Fall. Gut. Ist hier noch irgendwas von Interesse? Das sind, glaube ich, einfach nur die anderen Kameras. Direkt im Unterhaus. Wer diese Männer in Schwarz auch sind, sie müssen Eier haben, sie mitten in der Regierung zu platzieren.
So, dann gucken wir, wo der Zünder ist. Allen Fallen. Du bist der Zünder, okay. Oh, ich warte noch, bis hier Gegner kommen. Hab den Zünder gefunden. Er ist definitiv scharf. Berkeley, ich werde dir Hilfe brauchen. Ja, richtig. Aber ich bin ausgesperrt. Fuck. Ohne Berkeley haben wir keine Chance. Wartet. Ich habe eine Notlösung. Wir haben sowas trainiert beim MI5. Du bist wirklich der Hammer. Beeil dich damit. Gut, Berkeley, mach dein Ding. Bin dran. Und die Bomben wurden gerade scharf gemacht. Tja, das könnte kompliziert werden. Scheißdreck. Kannst du sie entschärfen? Klar kann ich das. Oder ich löse noch eine Ausfallsicherung aus und jag dich hoch. Sei gewarnt. Du solltest mit ein wenig Aufmerksamkeit rechnen, Dalton. Oh, da wette ich drauf. Besuch an der Hintertür. Shit. Dalton, wir kriegen hier im HQ Besuch. Wie lange brauchst du, Bagley? Hängt davon ab, wie oft du mich mit Fragen nervst. Alles klar, Leute. Augen auf, Waffen raus. Hier geht's gleich rund. Fuck. Sie sind da. Ich halte sie auf. Irgendeine Spur vom Ziel? Checkt alle Türen und... Was Neues, Bagley? Sagen wir einfach, ich bin sowohl beeindruckt als auch verärgert, wie ausgefeilt diese Eingriffssicherung ist. Ich arbeite daran. So, mal gucken, was wir da alles noch machen können. So, die ist... Wo immer du steckst. Genau, schau ich mal die Falle hier an. Bagley, sag mir, dass du nah dran bist. Ich bin durch die Sicherheitsvorkehrungen und arbeite mich jetzt durch die Terabytes von Lockvogelcode auf der Suche nach der Zündersequenz. Läuft? Ja, aber ich glaube, die müssen wir jetzt so ausschalten. So, Nachschub. Unter Beschuss. Bin unter Beschuss. Komm doch mal aus dieser Deckung raus. Dankeschön. Ich brauche deine physischen Anhängsel. Sofort. So kann man es natürlich auch nennen. Extremitäten. Was ist? Links befinden sich drei Einschübe. Einer davon ist der Empfänger. Du musst den Leiterdraht ziehen. Willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht. Zieh den Draht. Wenn mich das hochjagt. Bomben entschärft. Na, das war doch nicht so schlimm, oder? Bagley, du Mistkerl. Ich hatte fast einen verdammten Herzinfarkt. Hey, was zum Geier sehe ich da gerade? Offenbar ist das Parlament nicht das einzige Ziel. Weitere Bomben wurden eben aktiviert. Sieh her, Bagley. Scheiße, wir müssen die Leute warnen. Die Orte müssen evakuiert werden. Sie sind in ganz London verteilt. Wir haben keine Zeit. Aber meine Schwester ist bei der Toran-Konferenz. Wir müssen etwas unternehmen. Ich habe einen Sender auf dem Dach entdeckt, der ein Signal an die anderen Bomben sendet. Wenn du ihn erreichst... Kann ich alle abschalten. Sabine! Fuck!
Dalton, sie haben uns! Los, aufs Dach! Okay, dann los. Laufen wir auch mal. Sabine, was ist los? Wir werden überfallen. Das reinste Blutbad. Laut Protokoll muss alles gelöscht werden. Auch Bagley. Ich brauche ihn für den Sender. Ich weiß. Aber wenn sie ihn kriegen, haben sie alles. Namen, Operationen, Positionen. Okay, dann mache ich's auf die altmodische Weise. Lösch ihn. Ja, lösch mich. Na los, Sabine, und dann verschwinde da. Oh, fuck. Okay. Bagley ist aus. Du bist auf dich allein gestellt. Alles klar, kriegen wir hin. Wenn das... Wird es schon nicht. Wir sehen uns am Treffpunkt. Versprochen. Viel Glück. Oh! Scheiße. So war das aber nicht geplant. Nee, war es wirklich nicht. Bin unterwegs. Ich weiß, wo wir fündig werden. Ich rück, verstanden. Ich brauche hier Verstärkung. Bin unter Beschuss. Michael, da hat jemand. Hier schießt jemand. Haben wir nicht was anderes? Ja, cool. Du kannst nirgends hin. Das ist doch nicht nötig. Erwischt. Hab ich dich. Auf die Knie mit dir. Los. Das ist schon längst vorbei. Okay. Dann. Los. Ich brauche Hilfe. Das ist schon längst vorbei. Erwischt. Hab ich dich. Du kannst nirgends hin. Ich bin unter Beschuss. So, können wir euch da mal reinlocken? So, dann haben wir hier noch ein bisschen weniger. Oh shit! Oh fuck! Ziel feuert! Ja, okay, das war's mit euch. Ah, hier hätten wir auch noch eine gehabt. Okay. Suchen wir mal noch ein bisschen mehr Fallen. Wo bist du? Seid ihr? Oh, du glaubst immer noch, du rettest London. Ich fürchte, das wird nicht passieren. Du hilfst uns bei einer wichtigen Aufgabe. Wichtige Aufgabe? Das Töten tausender... Ganz genau. Um die Welt zu retten. Du weißt, dass es schon immer Opfer gab. Hm? Die Pest, das große Feuer, der Blitzkrieg? Nicht sehr schön. Aber Zerstörung ist immer die Heilung. Und sie beginnt heute. Zero Day. Drei Orte in London. Die Bevölkerung wird gebeten, zu Hause zu bleiben, bis die Situation wieder unter Kontrolle ist. Die Zahl der Opfer wurde noch nicht offiziell genannt, es wird aber davon ausgegangen.
sich heute Abend Menschen zu Mahnwachen versammelt, um den Verlust tausender Familien und unserer ganzen Stadt zu betrauern. London setzt jetzt alles daran. Pressekonferenz in der Downing Street, bei der Nigel Cass, CEO des privaten Militärunternehmens Albion, die Sicherung Londons übertragen wurde. Cass schwor, Dad's Acting festzumachen. Die Terrorgruppe, die ihn für den 8-Demonstration nutzte, Albion modernste KI-Systeme und autonome Drohnen, um die verbliebenen Mitglieder von Dad's Act zu jagen. Eine Warnung an potenzielle Aufrührer. Großbritanniens melden Rekordprofite dank erhöhter Effizienz in Produktion und Vertrieb, die durch ursprünglich für Sicherheitszwecke entwickelte Technologien erreicht werden konnte. Der positive Trend? Aufgeräumt, die Zahl der Verbrechen ist stark am Sinken. Glücksspiel, Drogenhandel und Prostitution gehen zurück, seit die Anführer von 4 der 5 größten Verbrecherkartelle Londons angeklagt wurden. Die Straßen in Camden und Brixton. Albions Mandat wurde von Seiten der Regierung unbefristet verlängert und das Leben normalisiert sich allmählich. Ausgangssperren und Reisebeschränkungen wurden dank automatisierter Kontrollpunkte. Ist der Trafalgar Square aktuell nicht Schauplatz größerer Aufstände. Die Gerüchte in den sozialen Medien werden ausländischen Kräften zugeschrieben. Albion hat die wenigen Störungen. Die Öffentlichkeit vor dem Umlauf von Fake News warnte, wurden im Internet kursierende Verschwörungstheorien der Terroristengruppe DeadSec seien die Anschläge nur angehängt worden, klar zurückgewiesen. Wir konnten nicht einen Londoner finden, der diese Behauptung vor der Kamera wiederholen wollte. Für sich. Ich muss ein Team zusammenstellen, aber allein kann ich derzeit nicht hochfahren. Sehen wir in London CTOS nach, wer verfügbar ist. Okay, dann hallo Spider-Bot. Ich bin Claire Waters und wir reden diese Woche auf Buccaneer Radio über die Hacktivisten und angebliche Terrorgruppe DeadSec. Colin ist in der Leitung. Colin, was meinst du dazu? Früher war meine Meinung, dass wir DeadSec verhaften und sie in den Knast werfen sollen. Jetzt finde ich, man sollte sie einfach abknallen. Findest du es nicht etwas seltsam, dass sie als Verantwortliche hingestellt werden, ganz ohne Beweise? Sieh dir Joanne an und unsere Stadt. Brauchen wir mehr Beweise? Nun, Colin, sieh dir doch mal ihre früheren, allesamt gewaltfreien Aktionen an. Albion hat in den letzten Monaten mehr Leute ins Krankenhaus gebracht als DeadSec jemals. Riecht nach Sündenbock. Jetzt ruft Emily uns an. Emily, was hältst du davon? Du hast absolut recht, Claire. Die Regierung gibt DeadSec die Schuld, um den Anschein zu wahren, dass sie alles unter Kontrolle hätten. Sie haben wohl keine Ahnung, wer hinter den Anschlägen steckt. Aber das klingt medial nicht so gut, oder? DeadSec ist ihnen ein Dorn im Auge. Wen könnte man also besser beschuldigen? Angie, du bist jetzt dran. Was meinst du zu der Sache? Ich denke, das war DeadSecs wahres Gesicht. Schrecklich, dass wir diese Gefährder jahrelang so vernachlässigt haben. Terroristen in unseren eigenen Hinterhöfen. Hast du mehr Angst vor DeadSec als vor den verschiedenen Londoner Gangs, etwa Clan Kelly? Clan Kelly brennt vielleicht einen Laden nieder oder tötet gezielt. Aber niemals würden die das Parlament in die Luft jagen. Als nächstes Crypto King. Fühlst du dich mit Pseudonym sicherer? Ja, unbedingt. Jeder sollte doch seine Identität schützen. Gerade jetzt, wo wir wissen, wozu sie fähig sind und wie weit sie für ihre Ziele gehen. Warte mal, meinst du die Regierung? Behauptest du etwa, dass die Regierung für die Anschläge verantwortlich ist? Oh. Es ist noch viel schlimmer, als ich dachte. Wunderbar. Dann holen wir mal die Londoner ins Boot. Okay, ich glaube, jetzt kann ich mir halt jemanden aussuchen. Nett, nett. Wen haben wir denn? Du hast halt auch schon mal Pistole.
Geldfälscher, Gehalt. Deine ersten drei Agenten. Teamverhaftungszeit, mehr Geld. Das ist eine Shotgun. Ah, du hast die Pistole. Jagddrohnenimmunität, das ist schon mal nicht schlecht. Sind das alle? Ja. Schwere Nahkampfwaffe. Der Mutterschlüssel. Extra Fraktionsschaden. Ja, nehmen wir mal dich noch mit. Ansonsten. Okay. Okay, da gab's Geld. Einmal ins Auto. Schön, dich lebendig zu sehen. Wenn du noch entschlossen bist, Detzek braucht dich. Ich schick die Koordinaten unseres letzten Verstecks. Triff mich dort. Gut. Alles klar. Ballthrower. Nice. Hier wird natürlich noch eine Textdatei. Ich glaube, die nehme ich mir noch gerade mit. Beziehungsweise die sind da oben, wie mir scheint. Okay, dann machen wir das vielleicht doch später. Lass erstmal die erste Mission machen und dann fange ich mal an zu sammeln. Okay. Dann suchen wir das Zeug mal zusammen. Bin nochmal gespannt, wie das mit dem Rekrutieren dann funktionieren wird. Aber ich denke, das kriegen wir alles noch erklärt. So, lass uns mal kurz hier überholen. So geht das doch etwas schneller alles. Ja, mittlerweile habe ich mich auch an den Linksverkehr so ein bisschen gewöhnt, das passt. Ah, da sind wir schon, okay. Ach, wieder hier bei der Bar, okay. Ist wohl dann so das Hauptquartier. Halt wenig Parkplätze, das ist ein wenig unpraktisch. Okay, dann klopfen wir mal an. Ich habe einen Patch auf deine Optik geladen, damit du auf unser Sicherheitssystem zugreifen kannst. Es ist so eingestellt, dass ich jemanden, der nicht zu DedSec gehört, nicht einfach reinlassen kann. Du musst es manuell außer Kraft setzen.
Ich hoffe, das ist nicht irgendein gruseliger Sektenscheiß. Wie ein Blutopfer, um ein Einführungsritual zu bestehen. Na, mal schauen. So, dann fangen wir damit mal an. Ah ja, da geht's auch noch weiter. Du gehörst zu Sabine, stimmt? Dann sehen wir uns später unten. Cool. Hier liegen jetzt aber keine Dings rum. Genau, so gut für den Whisky. Sehr gut, das kann ich da. Was zur Hölle? Beruhig dich. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Okay, ja, wie im zweiten Teil eigentlich, dass wir jetzt hier wieder so einen Hinterraum haben, wo dann die Basis ist. Wow, das ist echt krass. Okay, cool. Dann schauen wir uns hier das nächste Mal um. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Auf jeden Fall Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.